kann wohl den Kontrollpunkt der Bundeswehr in Afghanistan kaum mit einer Ampelanlage in Gütersloh vergleichen. Das nur mal so zum Hintergrund der ersten Rede von Karl Theodor zu Guttenberg in seiner Funktion als Verteidigungsminister im Bundestag. Der hat nämlich relativ überraschend sehr klar und deutlich die Situation dort beschrieben und nannte die Zustände kriegsähnlich. Viele Soldaten empfinden ihre Mission in Afghanistan schon lange nicht mehr nur als Stabilisierung, sondern auch als Kriegseinsatz. Die Patrouillen im Norden müssen jederzeit mit einem Angriff rechnen und in kürzester Zeit Gefahren einschätzen. Dabei fühlen sich viele auch juristisch alleine gelassen. Die Regierung denkt nun über so eine Art Sonder- oder Spezialgericht nach, falls Soldaten etwas anderes tun, als erlaubt ist. Über diese Situation spricht nun unser Mann in Berlin, Werner Sonne, mit dem neuen Verteidigungsminister. Schönen guten Morgen nach Berlin. Ja, schönen guten Morgen. Und zu Guttenberg hat gestern einen interessanten Satz für einen Politiker gesagt. Er hat nämlich gesagt, ich plädiere dafür zu sagen, was ist schlicht und einfach. Und schlicht und einfach, Herr zu Guttenberg, stellen wir es auch hier nochmal fest. Haben wir in Afghanistan Krieg? Mir war sehr wichtig, darauf hinzuweisen, dass nicht nur nach meiner Einschätzung, sondern nach vieler Einschätzung wir kriegsähnliche Zustände in Afghanistan haben. Ein klassischer Krieg im Sinne des Völkerrechts ist einer, der zwischen Staaten stattfindet. Aber ich verstehe jeden Soldaten, der vor Ort von Krieg spricht. Und ich glaube, dass dieses Wort eines ist, gerade im Zusammenhang, wenn man es so nennt, wie ich es genannt habe, dass man sowohl der deutschen Bevölkerung zumuten kann, die die Wahrheit auch als solches hören will, als auch gerade den Soldaten. Nun ist es ja in der Tat so, dass ein Soldat vom deutschen Staatsanwalt bedroht wird, wenn er dort zurückschießt und es Tote gibt. Kann das so weitergehen? Das ist eine Klage, die ich oft gehört habe, auch von den Soldaten, dass man sagt, wir brauchen Rechtssicherheit. Wo sind wir letztlich dann am Ende des Tages, wenn wir in Situationen kommen, in denen auch mal von der Waffe Gebrauch gemacht werden muss, möglicherweise auch gerechtfertigt von der, oder im besten Fall gerechtfertigt von der Waffe Gebrauch gemacht werden muss, und landet man dann vor dem deutschen Polizeirecht oder vor dem deutschen Strafrecht, oder wird man möglicherweise nach den Grenzen des humanitären Völkerrechts bewertet? Und hier geht es mir um Rechtssicherheit für die Soldaten, und das brauchen wir dringend. Aber wie? Das ist eine Einschätzung, die kann nicht der Bundesverteidigungsminister als solches alleine abgeben, beziehungsweise er kann nicht sagen, das ist jetzt eine Sache, die jetzt nach Völkerrecht bewertet wird oder tatsächlich nach Strafrecht. Aber wir werden eine Einschätzung wohl bekommen, auch von den Organen der deutschen Rechtspflege. Und jetzt war ja interessant, in der letzten Woche zu sehen, wie die Generalstaatsanwaltschaft in Dresden beispielsweise den Fall in Kunduz versucht hat einzuschätzen und dass jetzt der Generalbundesanwalt mit dieser Einschätzung betraut ist. Rechtfertigen Sie diesen Fall in Kunduz, als auf Befehl eines deutschen Obersten es zu vielen, auch zivilen Toten kam? Jeder zivile Tote und jeder unbeteiligte Tote ist einer zu viel. Und ich bedauere jeden Zivilen, der zu Tode kam, zutiefst und von ganzem Herzen. Und das muss man auch offen so aussprechen. Gleichzeitig aber haben wir eine Einschätzung abgegeben, und ich habe die Einschätzung bekommen über einen sehr detaillierten geheimen Bericht auch der NATO, wo ich selbst zum Schluss kam, es war militärisch angemessen, diesen Luftschlag durchzuführen. Und das ist eine Frage, die sich oftmals in ganz kurzer Zeit entscheiden muss. Und manche machen sich schon sehr leicht aus der Entfernung, dann, wenn man viel, viel Zeit hatte zu bewerten, in welcher Situation, auch in welcher Drucksituation jemand steht, der solche Entscheidungen trifft. Sie fahren jetzt gleich nach Brüssel zur NATO, machen dort Ihren Antrittsbesuch. Wenn von Ihnen gesagt wird, die Bundeswehr, Sie, die Deutschen, müssen mehr tun, vor dem Hintergrund, dass Präsident Obama Zehntausende mehr Soldaten nach Afghanistan schicken wird, was werden Sie da sagen? Zunächst tut die Bundeswehr sehr, sehr viel. Und wir haben festgestellt, auch innerhalb der Bundesregierung, dass wir sehr viel Wert darauf legen, dass es endlich zu einer Afghanistan-Konferenz kommt, die sehr klare Ziele setzt, die diese Ziele möglichst auch an entsprechende Zeitvorgaben und, wie man heute neudeutsch sagt, an Benchmarks bindet. Und aus dieser Konferenz heraus wird man dann wahrscheinlich auch nochmal neue Schlüsse ziehen müssen. Aber wir beteiligen uns weiterhin an diesem Afghanistan-Einsatz, und das nicht zu knapp. Neue Schlüsse, Herr zu Guttenberg, kommen wir auf den Punkt. Heißt das unter Umständen auch mehr deutsche Soldaten? Derzeit sind wir mit 4.500 Soldaten engagiert in Afghanistan. Das ist etwas, was auch von unseren Bündnispartnern entsprechend gewürdigt wird. Und noch einmal, wenn wir die Zielsetzungen neu justieren müssen nach einer solchen Afghanistan-Konferenz, dann werden wir über unsere eigene Ausstattung, über die eigenen Möglichkeiten, die wir anbieten können, auch neu nachzudenken haben. Das heißt also, Sie schließen das nicht aus? Das wird diese Konferenz ergeben als solches. Jetzt sehen wir erstmal, was die Amerikaner machen. Da will ich auch mal erst verstanden haben, was das konzeptionell bedeutet. Aber wir werden uns auch da eine gewisse Grundflexibilität bewahren müssen nach einer solchen Konferenz und das natürlich an die Substanz der Aussagen binden. Karl Theodor zu Guttenberg war das, der neue Verteidigungsminister. Schönen Dank, dass Sie uns das erläutert haben, und damit zurück nach Köln.